Ja, der FC Getafe ist in der Saison in La Liga eine der positiven Überraschungen und der Club hat die einmalige sensationelle Chance, in diesem Jahr in die Champions League einzuziehen. Aktuell rangiert Getafe auf dem vierten Platz, der würde eben zum Einzug in die Königsklasse würde der reichen. Dahinter ist Deportivo Alavés, also auch Konkurrenz, die man vielleicht in Schach halten kann. Und ja, die großen Namen wie jetzt FC Sevilla und FC Valencia oder so, die schwächen ein wenig in der Saison. Deshalb nur Real, Barça, Atletico vorneweg und Getafe aktuell eben best of the rest. Und ja, die letzten Wochen machen nicht den Anschein, als würde hier die Mannschaft irgendwie ein bisschen nachlassen. Das heißt, vielleicht ist die Königsklasse tatsächlich realistisch in der Saison. Und deshalb Getafe eben volles Selbstvertrauen, volle Motivation. Die wollen unbedingt ihren Lauf halten bis zum Ende und ihren Platz 4 eben in La Liga verteidigen. Der Gegner diesmal mit Huesca wirkt auf dem Papier sehr, 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 sehr schlagbar. Huesca ist Tabellenschlusslicht, Tabellenletzter und da sollte doch ein Heimsieg auf jeden Fall möglich sein. So, die Tabelle haben wir angesprochen. Der einzige Grund, weshalb vielleicht viele ein wenig vorsichtig sind mit dem Tipp auf Getafe hier, ist das kurze Hoch aktuell von Huesca. Ja, die waren eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlagen Letzter und man hat sie schon abgeschrieben. Jetzt haben sie so einen kleinen Lauf hingelegt, haben ein paar Spiele jetzt gewonnen, auch muss man sagen, überraschend gewonnen. Bei Espanyol Barcelona haben sie einen Punkt geholt. Am letzten Wochenende gegen FC Sevilla zu Hause 2-1 gewonnen. Da konnte man auch nicht unbedingt mit rechnen. Und ja, muss man sagen, sie haben so ein kleines Hoch, hatten ja auch das Quäntchen Glück, muss man auch sagen, in den letzten Wochen. Und die Hoffnung ist ein bisschen wieder da. Aber es ändert nichts daran, dass insgesamt Huesca qualitativ, spielerisch doch einfach mit die schwächste Mannschaft ist in der spanischen Liga, im spanischen Oberhaus. Und ja, gegen eine Mannschaft wie die Getafe werden sie sich sehr, sehr schwer tun. Weil eben Getafe, muss man sagen, ist eben keine Mannschaft wie Sevilla. Sevilla ist eben sehr, sehr offensiv stark und vor allem auswärts haben sie oft Probleme, weil sie einfach nicht so konzentriert verteidigen. Deshalb war der Sieg von Huesca da zwar überraschend, aber man konnte sich doch irgendwie vielleicht vorstellen, dass da was drin ist. Getafe ist das Ganze ganz anders. Die haben die drittbeste Abwehr in Spanien, nur Valencia und Atletico Madrid ist noch stärker und sie sind unglaublich konstant auch über die Saison hinweg. Sie haben gegen schwache Teams fast nie Punkte liegen lassen und werden auch da jetzt den Gegner nicht unterschätzen. Sie werden wieder hochkonzentriert von der ersten Minute an agieren, werden ihre Stärken ausspielen. Sie haben ein ganz kompaktes Spielsystem, sind sehr, sehr flexibel im Spiel nach vorne und wir denken, dass ja, über die fortlaufende Spielzeit wird sich ja die Klasse der Heimmannschaft einfach durchsetzen und Huesca wird zwar vielleicht auch mit breiter Brust antreten und wird vor allem auch am Anfang versuchen, ja dagegen zu halten, aber auf Dauer werden sie nicht Paroli bieten können und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Getafe hier in Führung geht und dann werden sie das Spiel auch gewinnen. Die Quotenbewegungen, die sind ein weiteres Indiz, weshalb wir hier den Tipp eben hier auf Getafe sehr, sehr gut finden. Offensichtlich könnte man ja meinen, wenn man das Spiel sich so anschaut, man denkt sich, USK haben jetzt einen Lauf gerade, die werden da vielleicht was holen und viele setzen vielleicht eher hier auf den Underdog. Heißt, die Quote bei USK müsste sinken. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall, sie steigt und bei Getafe sinkt die Quote. Das heißt, viele haben einfach schon erkannt, dass die Quoten eben falsch waren, dass die Quote bei Getafe zu hoch war. Und wenn man sich überlegt, eine Bundesliga-Tabellenvierter, wer ist da im Moment? Platz 4, Gladbach. Leipzig ist, glaube ich, vorbei. Gladbach spielt zu Hause gegen den Tabellenletzten, das wäre aktuell Nürnberg. Dann wäre eine 1,6, 1,6, 1,7 Quote für Gladbach viel, viel, viel zu hoch. So ein Quervergleich zwischen den Ligen ist immer schwierig, aber so mal ungefähr als grobe Orientierung kann man schon sagen, viele haben erkannt, dass einfach die Heimquote für Getafe zu hoch ist. Deshalb ist sie jetzt auch gesunken. Noch ist sie absolut im Rahmen, man kann sie immer noch super anspielen. Wir haben uns fürs Handicap minus 1 entschieden, weil wir sind eben sehr, sehr sicher, dass Getafe das Spiel gewinnen wird. Das heißt, bei einem Heimsieg sind wir schon abgesichert, da können wir nichts mehr verlieren. Wenn der Heimsieg am Ende sogar mit 2 Toren oder mehr endet, dann haben wir eine super 2,23-Quote, die sehr, sehr attraktiv ist und die kann man sich nicht entgehen lassen. Das ist auf alle Fälle ein Einsatz wert. Und ja, bei USK mal gucken, ob da in den nächsten Wochen vielleicht zu Hause wieder ein bisschen was möglich ist, ob sie vielleicht wirklich noch schnuppern können am Klassenerhalt. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall werden sie an diesem Wochenende nichts mitnehmen und Getafe wird weiterhin stetig und zielgerichtet in Richtung Champions League marschieren. Da sind wir sehr davon überzeugt.